Moin, mal auf die Schnelle. Die Sache mit den Wasserflaschen ist ja langsam langweilig. Wir verlieren nur unser Handy. Und da ist wirklich eins drin. Wurst liegt da. Und weil der so einen siebten Sinn hat, obwohl er ja nichts mehr hört, habe ich die Tür mal dazu gemacht, dass er jetzt nicht schon gleich hinter mir steht. Das hat er nämlich die letzten beiden Tage gemacht. Ich suche mir hier einen schönen Platz aus, da steht er schon hinter mir und guckt, denkt, oh, du Blödmann, ich finde das doch sowieso. Oh, Menno, ich sag dir eins, oder ich sag euch eins. Wenn ihr mal in die Verlegenheit kommt, euch einen Hund zu kaufen, nehmt aus dem Wurf ja nicht den pleatschesten, also den gewieftesten, sondern nehmt den beklopptesten. Nehmt den langweiligsten. Da habt ihr wenigstens eure Ruhe. Ja, oh hier. Wenn ich mich nicht täusche, ist das Hallimasch. Wenn ich mich nicht täusche, ich kenne keine Pilze. Aber das ist gut für das Handy. Also, nee, wenn ihr euch so einen nehmt wie Kalle und das auch noch eine entsprechende Rasse ist, der ist euch über. Frauchen sagt immer, der sei genau wie ich, weil er auch manchmal so grantig ist. Insofern passen wir schon ganz gut zusammen. So, jetzt guck mal, weil wenn er jetzt da schon an der Tür steht, dann geht er ziemlich fix hier. Na ja, der Kalle mal nur wieder. Also der ist stocktaub. Mal gucken um die Ecke. Nee, er ist noch nicht da. Okay, dann kann ich ausmachen und mach dann an, wenn er kommt. Ich rufe ihn nicht, ich mach gar nichts. 2 Minuten sind vergangen. Da geht er schon los. Ich sag ja, der ist ja unglaublich. Wo er gerade rechts geschnuppert hat, da habe ich eben die Wildkamera schon hingestellt. Also das ist eine Verleitung quasi. Ja, gucken wir mal, was passiert. Also dieses Jahr haben wir nur diese Bismarckflaschen gesucht. Beziehungsweise das ist so sein Späßchen am Abend. Ne? Man kann ja sagen, das ist Pillepalle. Aber lass doch Pillepalle sein, wenn er sich freut drüber. Ne? Der hat ja nicht mehr viel, worüber er sich freuen kann, wenn er nichts mehr hört. Na gut, er riecht noch was und sieht noch ganz gut. Sieht sehr gut. Zähne sind auch super. Alles bestens. Muss bloß aufpassen, dass er das Handy nicht hier hinschmeißt. Da kommt er schon. Da kommt er schon, samt Handy. Oh, Karl-Heinz, ich hätte in die Wiese gehen sollen. Aber muss das Handy abkönnen. Super, Karl-Heinz. Mach leise. Das tut weh, Karl-Heinz. Warte mal. Eine Scheibe ist für die Kleine, weil sie aufgepasst hat. Und du kriegst die, ne? Super. Du? Au! Sollst du mich beißen, du Nasebär? Ja, super, das war's. Karl-Heinz mal wieder. Kalle, hier, komm her. Komm her, hey. Komm her. Gucken, ob er noch laut gibt. Ich kann ihm ja nichts mehr sagen. Kalle. Hey, Kalle, geh mal laut. Oh. Nee. Bitte nicht. Nein, das ist noch gut. Das ist sogar noch sehr gut. Warte mal. Hey! Hallo, du da. Hey! Gut, tschüss. Alles gut.